Ja, also die Frage um den Aufbau von 5G-Netzen und insbesondere auch die Beteiligung von sogenannten risikoreichen Anbietern. Das heißt, in dem Fall oft chinesische Anbieter, die in China ihren Hauptsitz haben, wird sehr stark und intensiv diskutiert. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und das liegt daran, dass die Vertrauenswürdigkeit dieser Hersteller in Frage gestellt wird, weil die chinesische Regierung unter der dortigen Gesetzgebung die Möglichkeit hätte, Hersteller zu zwingen, diese Netzwerkteile zu manipulieren und dadurch Spionage oder Sabotage zu ermöglichen. Das heißt also, viele warnen vor diesen Sicherheitsrisiken und deswegen ist eben der Ausbau von 5G-Netzen unter Beteiligung dieser chinesischen Anbieter so umstritten. Deutschland hat jetzt, anders als andere europäische Länder wie Frankreich, Italien oder auch Polen, einen herstelleragnostischen Ansatz gewählt. Das heißt also, dass die deutsche Regierung sagt, wir schließen keinen Anbieter aus, beziehungsweise wir zwingen keine Netzbetreiber, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom oder Vodafone oder Telefonica, dazu, bestimmte risikoreiche Anbieter auszuschließen, sondern wir lassen erstmal alle zu. Aber diese Anbieter müssen eben bestimmte Sicherheitskriterien erfüllen, die momentan eben sehr technisch definiert sind. Die deutsche Regierung hat im Oktober letzten Jahres erst einmal einen sogenannten Sicherheitskatalog vorgeschlagen, unter dem Hersteller eine Vertrauenswürdigkeitserklärung abgeben müssen, dass die Komponenten, die sie herstellen für 5G-Netze, vertrauenswürdig sind, dass sie sicher sind und das müssen also die Hersteller über die gesamte Lieferkette hinweg erklären. Da hat ein Hersteller wie Huawei schon gesagt, das würden sie jederzeit unterschreiben. Und dazu kommen halt noch andere sicherheitstechnische Prüfungen, die diese Komponenten durchlaufen müssen, bestehen müssen und Zertifizierungen. Nun ist es aber so, dass sich aufgrund dieses sehr technokratischen Ansatzes natürlich sehr viel Widerstand geregt hat und viele Kritiker aus beiden Regierungsparteien, aber auch aus der Opposition darauf gedrängt haben, dass es einen politischen Ansatz geben muss. Das heißt, die deutsche Regierung hat nochmal den Ansatz überarbeitet. Jetzt momentan ist ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in Arbeit. Das soll später in diesem Jahr, wahrscheinlich nach der Sommerpause, verabschiedet werden. Und in diesem Gesetz geht es im Grunde genommen um ähnliche, auch wieder technische Maßnahmen, obwohl in der Gesetzesbegründung auch nochmal hervorgehoben wird, dass technische Maßnahmen eben keine hundertprozentige Sicherheit garantieren können. Ja, also ganz wichtig ist natürlich der schnelle und auch kosteneffiziente Ausbau von 5G-Netzen, vor allem für die Netzbetreiber, aber auch für die deutsche Industrie. Denn 5G-Netze sind natürlich eine kritische Infrastruktur, sie ermöglichen die nächste Welle der Industrialisierung und gerade in der Industrie gibt es eben viele Unternehmen, die jetzt darauf drängen, dass die 5G-Netze schnell ausgebaut werden und die Leistungsfähigkeit damit gesteigert wird. Es ist so, dass natürlich die deutsche Industrie potenziell sehr viel zu verlieren hat, wenn Deutschland jetzt Huawei oder einen anderen chinesischen Hersteller ausschließt, dann könnte China gewisse Vergeltungsmaßnahmen implementieren, die sich dann wiederum gegen sehr erfolgreiche deutsche Unternehmen richten, die eben in China auf dem chinesischen Markt sehr aktiv sind. Und da gibt es ja einige von VW über Siemens bis hin zu BASF oder auch andere kleinere Unternehmen. Und gerade deswegen gibt es natürlich industrie- und wirtschaftspolitische Bedenken in Deutschland, einen Ausschluss eines Herstellers herbeizuführen. Meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, dass natürlich zum einen die technischen Maßnahmen implementiert werden und dass die Netzbetreiber diese auch zu einem gewissen Grad natürlich vorgeschrieben kriegen. Aber es gibt natürlich auch noch die Bedeutung dieser strategisch-politischen Maßnahmen ist extrem hoch und auch die sollten in Deutschland implementiert werden. Das heißt also, zusätzlich zu der jetzt eher technokratischen Lösung, die wir haben, sollte
auch eine politische Lösung gefunden werden. Zum Beispiel könnte man diese Risiken und politisch bewerten und auch die Bewältigungsmaßnahmen entsprechend implementieren. Denkbar wäre hier, dass eben auf Ebene des Bundessicherheitsrats zum Beispiel darüber entschieden werden könnte, welche Zulieferer in Netzen ihre Technologie auch einbauen dürfen, und zwar vor dem Hintergrund sicherheitspolitischer bzw. strategischer Interessen, auch industriepolitischer Interessen letztendlich. Und das wäre also zum Beispiel eine Maßnahme. Und eine zweite ist natürlich auch, dass wir ganz klar auch die Innovation und Hersteller hier in Europa fördern sollten und auch Deutschland sollte dazu beitragen. Das heißt, wir haben ja zwei Anbieter hier in Europa, die gemeinsam mit Huawei die drei Marktführer stellen, Ericsson und Nokia. Und insofern könnte zumindest die Politik her incentivieren oder bestimmte Förderungsmaßnahmen treffen.